Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt mal schon mal gegeben hat bei meinem Handwerksgewinnspiel. Und zwar gibt es heute gar kein Handwerksprodukt zu gewinnen. Oh, naja, aber dennoch lohnt sich das Teilnehmen sehr, denn es gibt quasi einen Handwerksbaum. Ja, das ist jetzt kein vorzeitiger Aprilscherz, das ist die Wahrheit. Und zwar starte ich so quasi die Handwerksbäume, Handwerksgewinnspiele im Sinne, dass dieses Mal bei meinem Handwerksgewinnspiel Nummer 52 gibt es Zuckerbäume zu gewinnen. Das nächste Mal. Mal dann Salzbäumchen und dann auch noch Blumendrabbäume. Das einzige ist leider, die Bäume kann ich dann erst am nächsten Gift und Trade dann auch verschicken. Also da müsst ihr euch womöglich, wenn ihr gewinnt, noch ein bisschen gedulden. Was müsst ihr denn dafür tun? Eine ganz simple Schätzfrage passend dazu. Wie viele Zuckerbäume denkt ihr denn, besitze ich denn aktuell? Also von diesen hier, den Zuckerbäumchen, die bringen ja alle 20 Stunden ein paar IP, aber hauptsächlich eben, das ist das Wichtige. Zucker, Gelierzucker eben für den Handwerksberuf. Marmeladier hier, 3 Gelierzucker. Also, einfach mal raten euren Tipp in die Kommis, ihr könnt teilnehmen. Entweder auf YouTube direkt unter diesem Video. Wichtig also euren Tipp. Und natürlich auch, wenn es möglich wäre, nicht schlecht auch euren Ingame-Nicknamen auch zu hinterlassen, dass ich das auch weiß, wohin ich dann überhaupt schicken darf, den Zuckerbaum. Und, oder natürlich, also entweder auf YouTube oder auf meiner Seite in die Kommentare. Beim Artikel unter den Artikel. Also, wo ihr es jetzt hier tut, das bleibt schlussendlich wieder euch überlassen. Und Hauptsache, ihr nehmt nur einmal teil. Das sind eben die Regeln, wie gewohnt, einmal teilnehmen im Gewinnspiel. Geht dann bis zum Freitag, wie gewohnt, dann haben wir den 4.4., auch nicht schlecht, bis 20 Uhr. Auflösung kommt dann wieder am Samstag drauf. Und das ist eigentlich alles Wichtige, was ihr wissen solltet. Also, eine einfache Frage: Wie viele Zuckerbäume denkt ihr, besitze ich? Tipp. Es sind nicht so viele, aber auch nicht so wenige. Gut, das kann man jetzt. Jeder versteht vielleicht ein bisschen anders, was anderes als mit so viele oder so wenige. Also, zu viele will ich da auch gar nicht verraten. Es sollte es natürlich jetzt hier vorkommen, dass ihr so gut tippt und gleich fünf Leute das womöglich richtige Ergebnis tippen. Dann werden unter die fünf Leuten, und das ist eben, das sind wir beim Preis, 3 Zuckerbäume werden verlost. Und im Normalfall, sage ich mal, die drei, die am ersten am richtigen Ergebnis herankommen, die gewinnen dann eben jeweils einen Zuckerbaum. Gut, das ist alles Wichtige, was ihr wissen solltet. Dann wünsche ich euch viel Glück und eine schöne Woche.